Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal gibt es kein Let's Play, sondern ich möchte euch ein kleines Tutorial zeigen. Und zwar geht es darum, wie ihr die Beta bei Spielen aktivieren könnt. Bleibt dabei, wenn ihr das sehen wollt. Wir sehen uns gleich wieder. Um euch für eine Spielebeta anmelden zu können, müsst ihr euch natürlich in euren Steam-Account einloggen. Wählt dann eure Spielbibliothek aus. Sucht euch das jeweilige Spiel, wo ihr prüfen wollt, ob es denn überhaupt eine Beta gibt. Hier mache ich das Ganze bei Workers and Resources Sovereignty Public. Ihr seht, das Spiel steht ganz normal drin, so wie alle anderen Spiele auch. Klickt hier bitte mit der rechten Maustaste auf den Spielnamen. Wählt Eigenschaften aus. In dem sich öffnenden Fenster geht ihr auf Betas. Hier steht bei euch jetzt vermutlich keine von allen Beta-Programmen abmelden. Klickt das einfach an und wählt Test aus. Klickt auf Schließen und Steam lädt automatisch das entsprechend aktuellste Update runter. Die ganze Sache dauert natürlich dann entsprechend etwas länger oder etwas kürzer. Und sobald der Download abgeschlossen ist, habt ihr die aktuellste Version. Das funktioniert bei allen Spielen. Es gibt Spiele, da gibt es mehrere verschiedene, ich sag mal, Beta-Versionen. Beachtet aber bitte dabei, dass es durchaus sein kann, dass die Spielstände nicht abwärtskompatibel sind. Sprich, wenn natürlich neue Inhalte dazugekommen sind und ihr tut die Beta wieder deaktivieren. Kann es euch passieren, dass euer Spielstand nicht mehr funktioniert? Beachtet das bitte dabei, aber prinzipiell könnt ihr da experimentieren, denn ihr könnt ja zwischen den verschiedenen Versionen rumspringen. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao, bis zum nächsten Video.